Wir sind jetzt die Gstettengasse weitergegangen und durch das Gstettentor, das wir da hinten noch sehen, durchgekommen und kommen direkt bei der Blasiuskirche an. Bei der Blasiuskirche möchte ich euch erzählen, wie man vor 700 Jahren schon sehr sozial war hier in der Stadt. Diese Blasiuskirche wurde nicht als Kirche gebaut, sondern nach einem Vorbild, das man eigentlich aus dem französischen Burgund findet. Dort baute man so etwas wie Hallen für Kranke, so etwas für Bettlägerige, so etwas für alte Leute, die gepflegt werden mussten. Wenn ihr in die Kirche hineingeht, dann werdet ihr sehen, das ist eine Hallenkirche ungeheuren Ausmaßes, für die damalige Zeit völlig ungewöhnlich. Denn in der Hochgotik, als das gebaut wurde, wir sind so um die 1380, da baute man nach oben, das Licht musste von oben kommen, alles musste dem Göttlichen entsprechen. Und diese Kirche war eigentlich nur gebaut, dass man viel Platz hatte und man baute sogar noch einen Zwischenstock ein. Das heißt, man konnte Kranke im Erdgeschoss und im ersten Stock versorgen. Diese Kirche wird jetzt im ersten Stock als sogenannter gotischer Saal für Konzerte aller Art verwendet. Interessant ist das Ganze, dass das dem heiligen Blasius gewidmet ist. Der heilige Blasius ist der Schutzheilige der Kranken, war ein Arzt im 3. Jahrhundert und hat offensichtlich, deswegen ist er heilig gesprochen worden, einem kleinen Buben, der eine Gräte verschluckt hatte, das Leben gerettet. Diese Lebensrettung ist laut katholischer Kirche durch Beten entstanden. Ich glaube aber eher, dass ein guter Griff an den Brustkorb des Jungen geholfen hat, die Gräte wieder hervorzubringen. Diese Spitalskirche wurde erweitert durch den Spitalshof und durch das Bürgerspital. Das sehen wir jetzt auf der anderen Seite. Da ist der Eingang da drüben. Schaut bitte unbedingt in den Innenhof hinein. Das sind ganz tolle Arkaden. Diese Arkaden waren dann Zimmer für jeden Einzelnen, der einen Pfrund hatte. Was das jetzt schon wieder ist, ein Pfrund war ein erworbenes Recht für den Rest seines Lebens, bestimmte Annehmlichkeiten wie zum Beispiel Essen, ein Bett, ein Dach über dem Kopf und Pflege zu erhalten. Und diese Pfründner, so nannte man das, durften in diesen Spitalsbetten wohnen. Geht da hinein. Auf der anderen Seite der Kirche, wo jetzt das Tor durch die Münzgasse durchgeht, auf dieser anderen Seite war eigentlich der Blasius-Friedhof. Das heißt, die armen Kerle im Spital hatten es dann nicht weit bis zur letzten Ruhestätte. Dieser Friedhof wurde aufgelassen. Man findet die Grabplatten in der Gstettengasse. Das heißt, am Weg, wo ihr hergekommen seid, habt ihr einige solcher Grabplatten gesehen. Auch im Innenhof des Bürgerspitals findet man solche Grabplatten. Ganz interessant. Und hier noch Münzgasse deswegen, weil das Münzrecht Salzburg verliehen wurde. Und hier war die erste Münzprägeanstalt. Der Name hält sich bis jetzt. Wir gehen jetzt weiter nach vor bis zur Pferdeschwemme. Das sind nur wenige Meter. Und dem Anfang des Festspielbezirkes. Durch die Getreidegasse, da kommen wir dann auf der anderen Seite zurück und das sehen wir später.